Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir noch ein weiteres Mal den bitteren Innkeeper verprügelt und sind zu den Orks zurückgekehrt, um ihnen zu berichten, was passiert ist mit dem anderen Dorf, dem es ja nicht mehr so gut ging. Und ja, wir haben auch mal unsere Höhle hier so ein bisschen sortiert, dass es ein bisschen ordentlicher hier aussieht. Ich habe schon mal die Harpune gegen den Beastbane-Bow ausgetauscht. Und vom Prinzip her können wir eigentlich auch instant losziehen. In die Hinterlands zu Fan Narrows. Und ich würde sagen, da würden wir auch hauptsächlich so ein bisschen auf Harvesten heute gehen. So, unser heutiges Blessing ist... Ranged Attack machen mehr Schaden. Heißt das, dass jetzt nur mein Schütze mehr Schaden macht? Wir gehen nach ganz oben. Ich habe ja schon gesagt, ich will harvesten. Wir brauchen dringend mehr Material. Die Früchte bringen mir relativ wenig, wenn ich eventuell eh nur einen einzigen Kampf vor mir habe. Und ich die dann erst danach nutzen kann. Es ist so dämlich, dass du die Items nicht mitten im Kampf nutzen kannst. Ich hätte einfach durchlaufen sollen. Das ist ein großer Wolf und Spinnleins. Schon mal ein bisschen für Armor gehen. Oh nee, die können sich boosten. Ich sollte trotzdem erstmal die Spinnen loswerden. Die Spinnen werden nerviger, weil die vergiften können. Und ich glaube, die können auch slowen. So, Beastbane. Damit kann ich eine Spinne instant killen. Down with you. So, die beiden mache ich langsam. Langsame Wölfe. Die können das sogar auf drei Leute machen. Ekelhaft. Der Thunder bringt nicht so wirklich viel, wenn die eh nur einen Abwehr haben. Da charge ich lieber einmal durch. Brauche ich gar nicht überlegen, was ich bei ihm mache. Das Ding stirbt schon an den Blutungen. Nerven tut's trotzdem. So, Wacky hat Slow drauf gerade. Ein bisschen Glück hat er auch Instant Wacky zur Verfügung. Ich sagte mit Glück. Der Alpha-Wolf, der sollte auch schnell vernichtet werden, weil der kann boosten. Und das Boosten, das gefällt mir gar nicht. Ein bisschen heilen. Ich intercepte ihn hier. Den anderen töte ich jetzt eventuell. Ja, tschüss. So, das schwerste Vieh schon mal tot. Dann intercepte ich jetzt ihn. Ich zeige dir den Stinkefinger. Ich mein Messer. Er konnte diesen Doppelbiss, ne?
So, nochmal heilen. Heilen schadet nämlich nie. Der Beastbane ist so stark gegen die Wölfe. Jeebies. Und noch auf den Hunter. Ihn intercepte ich. Durch ihn rumkratzen. Schön weiter drin rumkratzen. So, und jetzt Blood Rupture. Dann ist der Riff. So, guter Damage. Ja, wie gesagt, das bringt halt nur recht wenig, dass ich so viel Zeug bekomme. Wenn hier, also das Heilzeug, wenn ich jetzt eh hier die Welt schon wieder verlasse, das bräuchte ich, wenn vor einem Kampf, dass ich mich heilen kann, falls nötig, aber nicht erst danach. Weil die werden, wenn ich die Map verlasse, sowieso automatisch geheilt. Ja, ein bisschen Zeug mitgebracht. Nichts vom Wert ist über 30 gekommen. Unsere Baracken sind sowieso fast durchgehend voll. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier ein richtig gutes Blade für unsere Raiders. Ich müsste noch ein bisschen was runterbekommen. Just what's needed. Die Waffe rüste ich ihm auch sofort aus. Ich fiel übrigens gerade auf. Ich hatte den Hunter gar nicht die Fähigkeit hier gegeben. Also die neue Waffe. Ist mir gerade aufgefallen. So, jetzt müssen wir zu Gibberlands. Da können wir den Beastbane wegpacken. Wie es scheint. Hier gibt es Holz und Fibers. So, was für ein Blessing nehmen wir diesmal mit? Magic Armor hoch. Das Problem ist, keiner von denen ist ein magischer Gegner. Ja, ich nehme nur das Harvesten und dann ist es schon wieder halt einfach nur einen Gegner verprügeln, ne? Jetzt sagt nicht, ich krieg nur das. Nothing. Das kann ich eh nicht gebrauchen. Hey, komm, hier muss doch noch was anderes sein. Ach komm. Was will ich mit den scheiß Bären? Was will ich damit? Warum hat er sich umgedreht? Im Ernst, mit den Bären konnte ich doch nichts anfangen. Ich kann die Wände nur nach dem Kampf benutzen, aber es ist eh nur ein einziger Kampf, weswegen das komplett sinnfrei ist. Zuerst auf den Brute. Krieg von mir ein paar Messer. So, ihr werdet langsam. Damit er noch nach hinten gehen kann.
Im Ernst, die Beeren sind so ziemlich das Schlechteste, was ich hätte harvesten können in dem Moment. Den kannst du ruhig defenden, den will ich gerade gar nicht angreifen. So, wer hat die Dunkfalle? Er. Natürlich hat sie sich nicht aktiviert. Ach, lasst ihn doch in Ruhe. Zack. Wenn du schon irgendwen beschützen willst, dann hau ich dir halt die Rüstung weg. Ja, dagegen konnte ich nichts machen. Haut ihn eine runter. Der blutet, der stirbt auch daran. Away with you. Lass den in Ruhe. So, weg mit dem. Zerhack ihn. Eigentlich auf ihn gedrückt. Tschüss. Das Gute ist, das Schwert kann auch Bluten verursachen. Hat einfach 20er Crit gemacht. Aber ich wiederhole, ne? Es bringt mir halt nichts, diese Bären im Vorfeld zu kriegen, wenn ich eh nur einen einzigen Kampf hier vor mir habe. Da bringt mir das halt absolut gar nichts. Da kann ich sie direkt dismanteln. Weil wenn, muss ich die vor einem Kampf nutzen können und nicht erst danach. Nach dem Kampf, wenn es nur danach eh Ende der Map ist, werde ich sowieso geheilt. Vollkommen sinnfrei. Hier ist nur leider einer gestorben. Der Schläger ist an Altersschwäche gestorben. Möge er in Frieden ruhen. Irgendwas Schönes hier beim Händler zu kaufen? War so ein Klapp. Wäre auf jeden Fall stärker im Angriff. Aber mit dem Akolyten greife ich sowieso nicht an. Irgendwann kriege ich noch so einen weiteren Kameraden. Ich kriege dann die Reihe Bandit. Das dauert aber noch eine Weile. An honest bargain. Ja gut, einmal kurz einen neuen Rangers-Team holen und dann... Erstmal die Karte gucken, vielleicht ziehen wir nochmal los. Wenn ich jetzt nochmal was erkunden erstmal muss.
Ja, guck mal hier. Ich würde sagen, wir gehen nicht auf Gibberlands. Wir erkunden einfach Bramblewood dann noch. Das passt dann schon. So, was kriegen wir diesmal? Mehr Max-Leben. Oben können wir wieder ein bisschen harvesten. Ich habe mal den Akolyten nach vorne geholt, dass der seinen Heal-Prayer halt einfach zu Anfang direkt startet. Ein bisschen Stein und Eisen. These will be put to good use. Ich mache das mit der Erkundung übrigens jetzt einfach einmal durchziehen, dann haben wir es ein bisschen leichter, dann müssen wir nicht in einer anderen Folge machen. Das ist eine neue Art von Zombie, was kann der? Das ist ein Ghoul. Was kann der? So, direkt zu Anfang einfach den Prayer dann starten können. Sehr möglichst früh macht. Ah, der boostet alle sogar zwei und er kann beide vorne prügeln. Bis. Ja, Zombie kann nicht bluten. Aua. Ich mach einen Double Shot. Ich würde am liebsten ihn intercepten, aber ich glaube, das bringt recht wenig. So, das hat am meisten gebracht. Dann konnte ich ihn den Schild wegnehmen und die beiden nach hinten schubsen. Der Ghoul muss so früh wie möglich weg. Wenigstens hat er weniger Angriff offenbar als die normalen Zombies, aber es wird trotzdem wehtun. Okay, einfach den Akolyten als nächstes. Das soll mir recht sein. Dann hau ich ihm halt eine gut runter. Blood Rupture macht allein schon mit einem Stack richtig viel Damage, ne? Es könnte sein, dass der an dem Bluten auch direkt der Necromancer. Zum Glück ist der so schwach. Gut, dass ich ihn interceptet habe. Heebie-jeebies, wie ich alle mach easy. Eigentlich sollte der an der Blutung sterben. Ja, er ist an der Blutung gestorben. Der ist RIP. Komm her. Du kriegst jetzt aufs Maul. Wütende Heilprayer.
Oh ja, ich habe ihn gestunt. Devious. Jetzt auf jeden Fall auf den Ghoul konzentrieren. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. An der Stelle. Okay, ihn habe ich weggekrittet. Ich brauche den hier nicht abwarten, danach kommt eh kein weiterer Gegner. Würde er wohl sterben. So, und hier haben wir dann jetzt auch erkundet. Ich überlege gerade, ob ich diese Erkundungsdinger einfach das nächste Mal einfach offscreen machen soll. Von, im Prinzip her passiert da nicht sonderlich viel. So, wir haben noch ein Ding zum Erkunden, das nehmen wir gleich noch mit. Beim nächsten Mal gibt es dann nach Gibberlands. Wir nehmen noch Better Grades hier gleich mit. Dann ist das schon mal erkundet. Ja, ich habe jetzt unser Team mal neu ausgestattet. Ich habe jetzt sogar ein paar von unseren Goblins, die jetzt in unserem Trupp waren, also eigentlich alle, die übrig geblieben waren, mal retiren lassen, damit wir auch ein bisschen mehr an Seelen haben. Wir können ja dann mal gucken, ob wir vielleicht noch eine nützliche Fähigkeit hier freischalten können. Das könnte man als sehr, sehr starke Heilung ansehen, aber auch als eine Selbstzerstörung. Ich sehe nicht, dass ich das nutze. Ich glaube, ich tausche übrigens jetzt mal mittlerweile den Charge gegen den Defend aus, dass er so ein kompletter Supporter ist. Also das Punkt der Ausgeben angeht, würde ich maximal hier das Tonic hier sagen, dass wir das mal ausprobieren. Dann nehme ich Wacky raus. Dann können wir bei den Hunters auch ruhig die Blutfalle auch noch skillen. Das können wir dann statt der Harpune mitnehmen. Das kombiniert sich gut mit dem Blutungsset. Na gut, dann können wir ja noch die letzte Map erkunden, die hier noch offen ist in Hinterland. Da will ich auch offenbar den Beast Bay mitnehmen. So, unser jetziges Blessing ist, dass jeder Gegner unserer Leute die Chance hat, Slow zu inflikten. Wir gehen so oder so harvesten, das lohnt sich am meisten hier. Wir könnten auch einen Goblin mitnehmen, aber wir brauchen Zeug. Wir müssen mal unsere Höhle upgraden. Ach nö, hier kamen gleich zwei von diesen Viechern aus dem Boden. Gut, dass er vorne steht. Warum auch immer nur zwei von unseren Leuten hier surprised wurden. Ihn defende ich, das ist der einzige Akolyt, den ich noch hatte. Der hat echt wenig Leben. So, macht das, dass ich jetzt mehr Crit-Schaden mache? Nee, das macht die Crit-Chance höher. Wenn ich das richtig sehe. Fünf Leben sind nichts, wenn ich den Prayer nutze. So, dann probieren wir die mal aus. Oh ja, das Teil hat sich aktiviert. So, an den Wunden rumkratzen.
Guter Damage. Nächster. Finger. Gesicht. Hässlich. Die 10 hat Bestien, deswegen kann ich sie auch mit dem Beastbane gut schaden. Na, ich heil lieber. Okay, ein Vieh ist schon mal down. So, ich kratz mal in der Wunde rum. Damit die schön da bleibt. Und tot. Jetzt bringen die Bären mal was. Weil jetzt habe ich wenigstens auch Schaden auf mir drauf. Dass ich auch Grund habe, die irgendwie zu nutzen. Davor haben sie mir halt echt gar nichts genützt. So, eine ist sogar übrig geblieben. Dreh dich um. Komm, dreh dich. Was ist denn das für ein ekliger Glibberhaufen? Elder Ochre Slime. Ich hab den jetzt mittlerweile auf Position Nummer 1, ne? Bin ich an meinem Finger. Der ist doch hundertprozentig blutenimmun. Tonic, das verbraucht nicht viel, also da kann ich recht schnell wieder agieren. Das kann ich ruhig instant nutzen. Mache ich mir Crits. Er kann zwar nicht bluten, aber die um ihn herum können bluten. Ah, das Ding kann doch bluten, warum auch immer. Keine weiteren Fragen. Du wirst beschützt. Aua. Der kann zandern, der gelbe Schlimmer. Ebejibi, alle mach easy. Da muss ich draufhauen. Kratzi, kratzi. Das ist noch besser. Das ist eigentlich auch eine gute Kombi, ne? So, Blood Rupture.
Auch noch ein Crit. Oh, diese Kombination, die für die Raiders, ist ja ultra nice. Riech ich ja mal im Finger. Warte, wo er war. Zack. So, der ist tot. Zur Not wäre er darauf heute am Gift gestorben. Am Gift, am... Boah, der hat viel Abwehr, der Schleim. Am Blut. Oh, ich habe ihn auch noch geslowt. Ich muss den Rücken kratzen, bevor die Wunden weg sind. Sei gereinigt, mein Freund. Und hau die Rüstung weg. Blood Rapture! Guter Damage! Der große Schleim hat sich in zwei kleine aufgeteilt. Die sind aber wesentlich schwächer als der große. Na gut, ich trinke meinen Tonic, ne? Ein Crit. Der hat sich nochmal aufgeteilt. Was soll denn das? Wenn die einen richtig harten Hit kassieren, dann teilen die sich auf. Oder besser gesagt, wenn die kurz vorm Sterben sind. Ich hoffe, jetzt kannst du dich nicht mehr aufteilen. So, der teilt sich jetzt wahrscheinlich auch auf. Nee, tatsächlich nicht. So, weg mit dem. Staggering hit. Die Rüstung machen wir weg. Sollte er jetzt drauf gehen. Diesmal konnte er sich nicht aufteilen. Alle Schlimmers vernichtet. The taste of victory seldom grows stale. This will come in handy. Das Fleisch ist vollkommen unnötig. Oh, drei Retirierte sind gestorben. Ich krieg nicht mal irgendwas dafür. Also die sind jetzt hier gestorben und ich habe keine Seelen dafür bekommen, wenn ich es richtig sehe. Die in den Quarters zu lassen, bringt ja echt überhaupt nichts.
So, die kann man alle höchstens hier zu für die Warrens nutzen, um Baby-Goblins zu machen, aber bringt ja auch nur was, wenn das gute Goblins sind. Alle anderen kann ich einfach instant auch in die Walachei schicken. Okay, wir haben aber genügend, dass wir was upgraden können, ne? Ich gucke jetzt mal durch. Ich glaube nicht, dass es wirklich viel bringt, das zu upgraden. Am ehesten würde ich tatsächlich sagen, dass hier war dann die Chance auf bessere Schreine höher ist. Das mit dem Teil Goblins, das ist ja komplett Wurst. Die da drin sind, die kann ich sowieso einfach instant in die Walachei schicken, wenn die keine guten Fähigkeiten haben. Weil die bringen halt sonst echt gar nichts. Ah, Level 3 ist auch das Maximum. Also wie gesagt, es bringt hier nichts, aber ich will das trotzdem auch upgraden mal. Auch wenn ich weiß, dass es nichts bringt. Wenn ich das nochmal upgrade, dann kriege ich 4 Goblins statt 3. So, durch die Map sehen wir jetzt... Das wollte ich halt vorbereiten, dass wenn wir jetzt hier beispielsweise storymäßig hin müssen oder hier hin, dass wir halt instant da hin können. Die will ich auf keinen Fall nochmal bekämpfen. Die ist ein absoluter Albtraum. Wir können auch mal, wenn wir jetzt eh das hier geholt haben, auch nochmal ein paar Babys hier machen. Das ist das Beste, was ich hier irgendwie rausbekomme. Ich glaube, ich müsste nach der Folge mal bei den Quarters aus. So, ich hole mir einen Raider. So, dann haben wir jetzt noch ein paar Raider dazu bekommen. Ich habe jetzt alles 3 Raider genommen. Na gut, ne? Für heute soll es das jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal gehen wir dann wieder die Hauptquest an. Da müssen wir dann zu Gibberlands und da dann verteidigen gegen die Untoten. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.